Schock für alle Schlagerfans. Die Schlagersängerin Ela ist im Alter von 55 Jahren plötzlich verstorben. Das berichtet der ehemalige Hitparade-Moderator Uwe Hübner Ende August auf Facebook unter Berufung auf ihren Ehemann. Ich erfuhr es letzten Samstag, wenige Stunden nachdem es geschehen ist. Ihr Mann informierte mich und wir führten ein langes, beklemmendes, trauriges Gespräch. Unter Tränen habe ich ihm zugesagt, etwas zu Ela zu schreiben und war seither nicht in der Lage. Zu tief hat mich ihr Tod mit 55 Jahren erschüttert, schrieb Hübner. Eine Todesursache ist nicht bekannt. Ela, bürgerlich Michaela Ahlrichs-Wedig, war vor ihrer Solokarriere Frontfrau der 90er-Band Valeries Garten, die unter anderem mit den Hits Nächstes Mal am Ende der Welt oder Es lebe die Liebe Erfolge feierte.